Ein fröhliches Hallo zu einer neuen Holzkopf Productions, diesmal aus Pfullendorf, später noch aus Barth. Aha. Pfullendorf ist eine Gemeinde im Westen des Landkreises Vorpommern-Rügen und liegt westlich von Stralsund. Die Gemeinde liegt direkt am Koppelstrom und am Redensee, einen abgetrennten Teilbereich des Bodstädter Boddens und an demselben. Und zu den Ortsteilen gehören Bodstedt, Pfullendorf, Gut Glück und Michaelsdorf, welches wir noch kurz im Hintergrund sehen werden. Weitere Infos packe ich euch in die Infobox und der Grund hierfür ist das Schiffswrack Johanna, welches ich besuchen möchte. Ja, die Johanna hat eine bewegende Geschichte. Es handelt sich dabei um einen stählernen Besan-Eber mit Holzboden bzw. Segelschute. 1899 gebaut in der Werft von D.W. Krämer und Sohn in Elmshorn. Ja, in Anfangsjahren hieß sie noch Johanna von Esterbrügge, wie ihr Heimathafen. Dann einfach nur Johanna. Und war in Krautsand und Jameln zu Hause. Später hieß sie Gertrud und war in Demmin zu Hause, in Anklam und Wieck bis 1993. Seither heißt sie wieder Johanna von Esterbrügge, liegt hier in Pfullendorf an Land und wurde vor der Verschrottung gerettet. Aber das könnt ihr ja alles auf dem Infobild nachlesen. Von Pfullendorf geht es nach Barth, welches nur 6 bis 11 Kilometer entfernt liegt. Hier am Hafen habt ihr eine kleine Rundumsicht und natürlich lädt dieser Platz auch zum Flanieren und Verweilen ein. Aber leider haben wir nicht so viel Zeit, darum geht's ein kleines Stück in die Innenstadt bzw. Altstadt. Da uns aber die Zeit im Nacken sitzt, hier nur ein paar Bilder, ein ausführliches Video von Barth folgt demnächst. Zurück geht es dann über Großkorzhagen, wo unsere Ferienwohnung ist, weiter nach Pfullendorf am Grabow gelegen, was ein Teil des Barther Boddens ist. Hier entlang führt auch der Ostseeradweg 26,5 Kilometer nach Stralsund und 13,7 Kilometer nach Barth. Und
wer nicht so viel oder lange Rad fahren möchte, der kann über die Straße fahren. Dort ist es wesentlich kürzer. Auch hier hat man eine recht gute Sicht rüber nach Zingst und umliegende Dörfer, sofern sie zu erkennen sind. Auch das Schöpfwerk von Groß-Kortzhagen sieht man hier. Natürlich kann man hier auch etwas baden gehen und die herrlichen Sonnenuntergänge beobachten. Neben dem Hafen haben wir auch Sitzmöglichkeiten, um sich auszuruhen nach einer längeren Fahrradtour. Ich bin auf jeden Fall etwas den Ostsee-Radweg entlang gelaufen und habe einige kleine Videos und Bilder für euch gemacht. Dies war es auch schon gewesen mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Kommentar da, einen Daumen nach oben oder abonniert meinen Kanal, dann verpasst ihr auch keine Videos. In diesem Sinne, bis bald, euer Spotterfreund.